Wie ihr sehen könnt, hat mein Kollege Juli-Tim anscheinend auf dem Discord von TheFuckBoom eine Bildschirmübertragung gesehen, die TheFuckBoom gemacht hat. Und das war da drin. Das ist das, was er sagt. Es ist sehr komisch. Was hat er da gemacht? Das war das Ende von der Bildschirmübertragung. Wir gucken uns jetzt halt an, was wir dort an neuen Hinweisen sehen und was für eine Story nebenbei sein könnte. Junge, was ist das denn hier? Bruder Kameramann! Nein! Der Typ ist RIP! Oh, der Kreissägenmensch ist zurück. Schwieriger Gegner. Ah. Er hat ihn aber nicht gesehen. Wurde allerdings gerade gekillt. Was ging da denn ab? Eine Kameratoilette? Wow! Ganz kurz, Moment mal, was geht hier ab? Es gibt die Reverse wieder, hä? Reden die? Was ist das denn? Speaker? Zombie? X-Men? Leute, was ist das für ein Typ? Schreibt's in die Kommentare. Keine Ahnung. Oh, oh. Er hilft ihm. Anscheinend ein guter. Junge, sieht aus wie so ein Cyborg, ne? Skibidi Toilets sind hier. Er hat ihn anscheinend mal direkt runtergespült. Aber warum ist er da gerade so selbstsicher hingelaufen? Hatte der keine Angst vor Gott? Es geht bei den beiden ab. Oh, der Camera Titan hat mal kurz den Sägetypen am Hals genommen und gesagt, den mach ich. Ey, geil. Was haben wir hier? Zwei, Moment mal, warum drehen sich da so ein paar Kackhaufen, Leute? Hä? Was ist das denn? Ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Ich verstehe gar nichts mehr. Hä? Ist das ein Alternativuniversum oder was? Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, das ist jetzt ein ganz normaler Clip. Aber was hat das mit Episode 63 zu... TheFuckBoom. Hä? Ist das ein neues Video? Ein neuer Clip? Da waren Sachen im Hintergrund. Secrets. Warte mal. Da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Das will ich euch einmal zeigen. Wenn wir ein Stückchen weiter nach hinten gehen... Wir müssen warten. Das wird jetzt sehr, sehr schwer. Da vorne ist ein Typ. Seht ihr das? Hier auf der Seite. Ganz merkwürdig gewesen gerade. Und da unten hat sich auch wieder einer gedreht. Ist das neu? Leute, wo kommen diese Quellen her? Hä? Was ist das denn? Hat einen kleinen Touch von Backrooms. Oh Gott, die Skibidi Toilet kommt jetzt zu ihm gefahren mit dem Fahrstuhl. RIP. Er versucht zu schlafen. Der Typ in meinem Ohr. Vom Kissen oder was? Hey, look, I found some oil. Oh no! Das ist mit Abstand das witzigste Video, Leute! Skibidi Toilet in Amerika! Joe Biden auf chillig! Ey, das ist so dämlich, Mann! Und ihr müsst euch ganz kurz auch zur Geschichte, ihr müsst euch vorstellen, der hat Öl gefunden und dann kommt Amerika. Viele sagen ja halt immer, dass da, wo Öl ist und so weiter, Amerika seine Finger im Spiel hat, ne, im Ausland. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren, denn YouTube bedeutet für mich an erster Stelle Spaß, Leute. Ne? Spaß ist wichtig. Und politische Themen seht ihr genug im Internet. Das ist aber das gleiche Video wie von eben. Gibt es eine kleine Änderung? Hä? Wer ist er denn? Was geht denn hier ab? Fliegt er jetzt eigentlich vom Hausdach runter? Okay, da oben waren auch noch welche geflogen. Einer fliegt mit ihm sogar mit da. Komisch. Das war gerade der G-Mod, ne? Alle tanzen da komisch. America. Stopp! Kommt euch diese Szenerie bekannt vor? Das hier ist der Ort von Skibidi Toilet 62. Weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist genau der gleiche Ort. Interessant, oder? Und Obama kommt. Mit einer goldenen Toilette. Weiß man auch nicht. Warum? Was ist das hier? Hä? Putin?
Ah ja, und der kommt jetzt hier in die Stadt einfach rein. Ist das ein bisschen auf Ukraine angelehnt? Wäre nicht cool, Mann. Also klar, irgendwo ein bisschen Spaß, aber schwieriges Thema gerade. Bro, look, the border is open. Finally we can. Oh, sie wollen über die Grenze von Mexiko nach Amerika, Leute. Und da kommt Donny Trump. Der sagt, nee, Bruder, ich ziehe hier mal ganz kurz eine Mauer. Also, so makaber das auch ist. Junge, was geht denn bei dem ab? Was ist das? Counter-Strike? Ah, Lex, Leute. Counter-Strike Lex. Ist interessant, weil das in der gleichen Engine basiert wie Skibidi die Toilet. Hä? Megatron. Was haben die hier? Was hat das mit Skibidi die Toilet zu tun? Megatron? Eine Bombe. Das hat also... Defact Boom hat das, glaube ich, alles gemacht. Ja, das stimmt. Das sind alte Filme. Haben die was mit... Lol, der Typ hat einfach den Bombensound nachgemacht. Wie dumm. Hör auf zu vibrieren, Mann! Junge, das sieht richtig komisch aus. Okay. Irgendwie dicke Musik jetzt oder was? Oh, nee. Leute, da fällt mir ja nichts mehr zu ein. Aber das ist wahrscheinlich, das hat Defact Boom vorher gemacht, diese Videos. Und deswegen kann der eigentlich so gut Skibidi Toilet jetzt machen, ne? Also er hat schon so... Bruder, das sah so falsch aus. Das bin ich, Leute, mit genau der gleichen Waffe. Safe. Ich am Chillen. Das hier macht Defact Boom oft. Er versucht seine Emotionen auszudrücken in diesen Videos. Das heißt, er chillt gerade. Dann irgendwie da in seinem Ohr. Hat er einen Hörsturz gehabt? Tinnitus vom Stress, vom ganzen Produzieren, könnte sein. Was ist das denn? Oh, was haben wir hier? Mal wieder was Interessantes. Junge, was ist das denn für ein Typ? Ist das Speaker-Toilet? Hä, warum geht die da einfach vorbei? Oh, doch nicht. RIP-Kameramann! Ja, nur noch sein Kopf ist übrig geblieben. Und jetzt kommen die nächsten Skibidis. Sind das nicht diese Toiletten, die ihn einnehmen? Die Gottestoilette kommt auch noch. Ist sie wieder zurück? Junge, wer ist er denn? Er hat einfach eine rote Hand. Einen roten Knopf an der Hand. Aha. Die Gottestoilette hat ihn, glaube ich, fertig gemacht. Da ist der Super-TV-Man. Der allerdings nichts mehr machen kann. Der Typ ist RIP. Seine Fernseher sind RIP. Und jetzt kommen die ganzen Skibidi Toilets mal und wollen den Kameramann holen. Was ist das denn für eine Maschine da gewesen. Guckt euch das mal an. Oh Gott. Hau rein, Bruder. Das war's komplett. Was haben wir hier? Interessante Location. Die Skibidi Toilet. Die Boss Toilet. Ist das hier... Nein! Ich will, dass der TV-Titan wiederkommt, Leute. Hashtag TV-Titan in die Kommentare, wenn ihr es auch wollt. Das war diese blöde Situation, wo sie ihn, glaube ich, überrannt haben. Und sein Körper... erledigt haben. Die Boss-Toilette kriegt nochmal einen dicken Laserstrahl rein vom unbekannten Kameratypen. Er hat doch eigentlich gar keine Kamera mehr. Was ist mit dem TV-Titan, Bruder? Kannst du es mir sagen? Kommt der wieder? Es wird bald so einen dicken Clash geben, Leute. So einen heftigen Fight. Ob er wirklich erledigt wird? Sie haben die Boss-Toilette jetzt hier ausgeschaltet. Ob das wirklich demnächst passiert? Das kann auch unmöglich alles im Discord auf einer Bildschirmübertragung gewesen sein. Also es sind klar, sind das auch eigene Animationen. Feiere ich auch mies. Lasst ein Like da, hat er selber gesagt, Leute. Macht es lieber. Oh, TV-Woman wurde gefangen genommen. Anscheinend wird die jetzt auch kurz gegrillt, oder was? TV-Man, mach mal was! Die lacht sich einen Ast ab. TV-Man ist auch dabei. Was ist das denn?
Ja, warum lachen die denn? Ah, deswegen. Weil der Typ direkt RIP ist. Die war gar nicht gefangen genommen. Er macht nochmal einen dicken Shot rein und sagt zu seinem Kollegen so, keine Angst, ne? Oh, ist schon süß. Lachen die immer noch? Ja, ihr seid richtig krass. Die Scientist Toilette! Aber sie ist eigentlich schon viel größer geworden, Leute. Wer ist er? Oh, wenn das der neue TV-Titan wäre, das wäre so cool, Mann. Oh, ich würde den Charakter mega fühlen. Der den Vielleicht macht er den Scientist tot irgendwann. Vielleicht war das gerade ein versteckter Hinweis. Könnte sein. Lasst ein Like da. Wie oft die das sagen, support mein Video, ja mies. Wir sind hier auf dem Kanal von Juli Tim und wir sehen hier das Original. Die Originalszene, ach, kann ich mir gar nicht oft genug reinziehen. Oh, das ist eine ganz belastende Szene, wo Titan TV-Man nämlich stirbt. Wir wissen seit dieser Folge nicht mehr, was mit ihm passiert ist. Und hier, ne, er würde ihn eigentlich besiegen. Die Boss-Toilette wäre eigentlich schon RIP. Aber, Leute, da kommt der Drecksack von hinten. Mach den hier. Ey, das ist einfach nicht cool. Er haut ihm trotzdem noch voll eins rein, aber sie smashen ihm alles auseinander. Er huckt sie ran, will die Boss-Toilette ein für alle mal vernichten. Und da kommt einer mit dem Messer an. Speakerman Titan. Uncool. Und hier sieht man, sein Fernseher ist kaputt. Er geht in die Defensivhaltung. Sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn sogar einnehmen, aber er hat sich wegteleportiert. Er lebt also noch. Was ist mit Titan TV-Man? Und vor allem, wie sieht das jetzt aus, wenn wir das mal gegenüberstellen? Da bin ich jetzt sehr gespannt, Freunde. Der Fuck Boom hier auch wieder. Man sieht den Agent das erste Mal aus der Nähe. Hier sieht man das Multiverse. Oh. Da ist einfach Titan TV, Toilette und der Skibidi Boss als Mensch. Und hier sieht man es, ne? Die Situation, wo er eigentlich die Toilette fast besiegt und dann kommt hier einer an und sägt ihm die Box vom Klo runter. Hä? Ich finde das so cool, Mann. Und er holt sogar den Typ in die Toilette, Mann. Er hat ihn fast das Klo runtergespült. Aber, Leute, wie man sieht, ne? Einfach nicht cool. Der Katana-Man kommt da hinten sogar angerannt. Die Titan-TV-Toilette ist weg. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber das ist mit Abstand eine der coolsten Videos, die ich je gesehen habe. Okay, da weiß ich auch nicht, was das für Geräusche waren. Wir kriegen aber jetzt noch ein Original. Wir haben hier die Skibidi Toilet Folge 61. Sehr geil, sehr geil. Das war auch so krass. Das erste Mal reden die Skibidi Toilets miteinander. Und man sieht, Skibidi Boss Toilet ist verwundbar. Denn er wird hier fast getötet. Mit einem Magneten festgehalten, wollen sie ihn den Bohrer in den Kopf reinrammen. Aber die Scientist-Toilet zum Glück da. Da muss ich sagen, fand ich das schon gut, dass die Scientist-Toilet wenigstens da war. Ne? Da sieht man auch. Diese Toilets sind von Hass geprägt. Aber wie sieht das eigentlich reverse aus, Leute? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Bis dann, Freunde. Sayonara, lasst ein Like für das Video da, sagt der Kameramann. Sag ehrlich. Ach ja, wir kriegen noch die Situation mit, wo das aus dem Fernseher rauskommt. Und Speakerman Titan und Titan Cameraman das hier natürlich sehen. Und die sind ready für einen Clash. Mhm, so ein Ding nämlich. Und hier ist jetzt das Multiversum. Also in einem anderen Universum würde es so aussehen. Junge, was hier auch wieder geht. Die Toilette sieht bisschen aus wie, naja, es, also er sieht immer noch irgendwie ein bisschen aus wie ein Klo, ne? Und da reden die miteinander und er hat einfach so einen Anzug an und diese Waffen am Arm. Und er will ihn umbringen, da kommt von hinten einer mit so einer Maschine und, oh, der dicke Laser wird jetzt reingeladen. Aber da kommt der Wissenschaftler in den Wissenschaftler-Cape mit dicken Boxen vorne an der Brust und sagt, nee, nee, Freunde, verzieht euch mal, sonst knallt ihr nämlich gleich. Und die machen einen dicken Abgang. Jetzt denkt man auch so, ne? Die Menschen, wenn sie so Menschen sind, irgendwie cool. Aber hier ist er wieder ein bisschen monströs. Hau rein, Kameramann. Toilette. Tja.
Erstmal der Philips-Fernseher, no product placement, wer kennt ihn nicht? Lol, ist das die Speakerman-Toilette? Kameramann-Toilet? Titan-Cameraman-Toilet? Sah komisch aus. Hier haben wir sogar jetzt die nächste, das ist die 61. Episode, entschuldigt mich, Freunde. Hier natürlich auch nochmal mit dem besonderen neuen Charakter Speaker Woman. Gefällt mir sehr, sehr gut auch an der Stelle. Und das hier ist auch zu krass. Völlig verrückter Charakter. Und hier kommt sie. Oh nein, hilf mir! Total gut, wie die den auseinander nimmt, ne? Ey, zu crazy. Direkt runtergespült. Geiler Charakter, aber ich bin gespannt, wie sie jetzt in der Toilette aussieht. Das, da bin ich mal sehr, sehr, gespannt drauf. Digga, ich mach den Camera Dance auch bald mal. Überall, wo ich auf der Welt dann am Reisen bin, Leute. Jetzt sehen wir das Original. Gegen Multiversum. Ach so, das war gerade das Original. Och nö. Der hat das Multiversum vergessen, Freunde. Oh, ist das blöd. Hashtag schade in die Kommentare, wenn ihr das gerade gesehen habt. Er hat das vergessen. Ich glaube nicht, dass er es mit Absicht so gemacht hat. Das hat er wahrscheinlich vergessen, da reinzumachen. Ne? Sehr schade. Aber wir gucken uns diese Story hier natürlich auch gerne an, wo TV-Woman das erste Mal mies reinschreddet und einen Cameraman rettet. Da kommt die Säge an. Ne? Zu krass, dieser Fernseher. Zu krass, dieser Fernseher. Ich will auch so einen. Könnte ich immer Netflix auf entspannt gucken. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, zu wild. Von hinten kommt noch jemand. Sie sind ganz schnell auf der Hut und weg. Das will ich jetzt aber in Reverse sehen. Sonst machen wir Video aus. Video ist direkt beendet, Leute. Wenn jetzt kein Reverse kommt, Video direkt beendet. Weil ich glaube schon, er hat es vergessen. Da kommt jetzt eins, ganz sicher. Da ist der Titan Cameraman. Da wird er angekündigt, so gut. Multiversum? Ja, wir sind hier wieder. Jetzt kommt TV-Woman in der Toilette. Da hinten ist der Skibidi-Boss, der hier Sachen kaputt schlägt und so weiter. Die eine Kameratoilette. Da vorne ist der Kreissägen-Typi, der sieht auch so dumm aus. Da kommt der Skibidi-Man. Jetzt kommen die Toiletten hier angefahren. Und tschüssing. Ey, Leute, ich liebe das Video. Diese Reverse-Sachen machen so viel Bock. Jetzt geht der Fernseher hier rein und nimmt den Skibidi raus. Oha. Junge, die Explosion war auf jeden Fall richtig sick. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Hinten kommen zwei Männer. Seht ihr das? Alter, zu wild. Ja, doch. Das ist aber auch mal ein netter Unterschlupf hier. Mitten so in so einem Loch einfach drinne. Crazy. Na gut. Hol halt den Titan-Cameraman. Ich will unbedingt mal sehen, wie der als Toilette ausschaut. Was kriegen wir jetzt für eine Folge? Das ist noch mal ein bisschen älter. Sieht man gerade. Irgendwo in den 40ern, glaube ich, müsste das sein. Ja, ich glaube, das ist die Folge, wo TV-Man das erste Mal kommt. Safe. Guck mal, Leute, ich bin Skibidi-Man. Ich sag euch, wie es ist. Boah, das war so ein krasser Moment. Wer hat die Folge den ersten Tag direkt gesehen? Hashtag TV, Lieblingsfolge, in die Kommentare. Da hat sich in Skibidi Toilet so einiges geändert. Da habe ich es wirklich ernst genommen, Leute. Das war die erste Folge, wo ich Skibidi Toilet dachte, krass. Was haben wir hier? Das ist das Multiversum oder was? Ist das die gleiche Folge? Uff. Safe nicht, aber ist trotzdem eine krasse Folge. Oh, der Baklava-Typ mit der Bazooka in der Hand. Und da kommt jemand. Das ist die TV-Man-Folge? Nein. Die Boss, Skibidi-Man, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist der groß wie sonst wer. Verbeugt er sich gerade? Digga, guck dir mal den Laser an. Das war cool. Okay, eine gucken wir noch, Leute. Auf eine habe ich noch Bock. Was haben wir hier? Das ist das Original, ne? Da, wo sie das erste Mal so richtig in der Schlacht sind als Corrupted Cameramans.
Da sind die Cameramans das erste Mal in der Schlacht, die alle eingenommen worden sind. Ja, und da sieht man, die haben Probleme. Jetzt gibt's das Multiversum hier aber. Der Kameramann zeigt hier auf jemanden. Aber der Kameramann hat noch Klamotten an. Komisch. Da kommt die erste Skibidi-Einheit. Fetzt fast mies rein, aber es kommt dicke Mucke, nämlich vom TV. Von der TV-Toilette oder was? Bro, der hat das echt gut umgeändert. Das ist, glaube ich, so gar nicht passiert, aber ich finde es trotzdem geil. Digga, Props gehen raus. Leute, muss man ganz ehrlich sagen.